Die feministische Ökonomie ist ein Instrument im Kampf für gesellschaftliche Veränderung. Sie verbindet Denken und Handeln miteinander. Denken, weil sie über ihre eigenen Inhalte verfügt, Begriffe, Analysen und politische Ziele. Handeln, weil sie zu Widerstand und Organisierung befähigt. Die feministische Ökonomie entsteht kollektiv und ist verbunden mit der Konstruktion politischer Subjekte. Um besser zu verstehen, was die feministische Ökonomie ausmacht, können wir sie mit anderen Wirtschaftstheorien vergleichen. Dabei fällt auf, zentral ist nicht das Marktgeschehen wie bei neoliberalen Ansätzen. Auch richtet sie ihr Augenmerk nicht zuallererst auf die Erwerbsarbeit wie die marxistische Ökonomie, obwohl diese ihr als Inspiration dient. Die feministische Ökonomie nimmt die marxische Idee von der gesellschaftlichen Reproduktion auf. In den Mittelpunkt stellt sie aber etwas radikal anderes: das Leben selbst und die Frage, welche Ökonomie es braucht, um dem Leben in all seiner Vielfalt zu dienen. Im Spanischen sprechen wir von der Nachhaltigkeit des Lebens. Was bedeutet das? Die feministische Ökonomie widmet sich all dem, was für die Reproduktion des Lebens notwendig ist. Dabei geht es immer zuallererst um das Wohlergehen der Menschen, nicht um die Akkumulation von Kapital. Das Fundament der feministischen Ökonomie ist die Sorgearbeit, ihr übergeordnetes Ziel, das gute Leben. Sie hinterfragt, warum die für das Leben bedeutendsten Tätigkeiten wie die bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit in traditionellen Wirtschaftstheorien keine Beachtung finden. Aus ihrer Sichtweise gibt es dafür zwei Gründe. Einer ist, dass es, historisch gesehen, Frauen waren, die diese unsichtbare und unbezahlte Arbeit ausgeführt haben, insbesondere aus niedrigen Schichten, Schwarze oder Migrantinnen. Der andere, dass der Kapitalismus diese kostenlose oder ausgebeutete Arbeitskraft braucht. Ohne sie wäre es unmöglich, große Mengen Kapital anzuhäufen. Von den traditionellen Wirtschaftstheorien wird diese unverzichtbare Arbeit ignoriert. Andernfalls würden wir uns fragen, warum sie nicht die höchste Wertschätzung erfährt und gerechter unter allen verteilt ist. Und wir würden den Kapitalismus, das Heteropatriarchat, den Rassismus und Kolonialismus nicht mehr hinnehmen. Die feministische Ökonomie zeigt uns, dass das Leben vieler Prekarisierung und Unterdrückung geprägt ist. Sie analysiert die Kontinuitäten und Brüche im Verhältnis zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden und erläutert dabei die Zusammenhänge und Dynamiken von Akkumulation und Enteignung. Die feministische Ökonomie greift auf gemeinschaftliche Bildung und Organisierung von unten zurück. Sie berücksichtigt, dass die Realität nicht mit komplexen und schwer fassbaren Theorien oder losgelöst von Mensch und Natur analysiert werden kann. Nach ihr hat die Ökonomie vielmehr die Aufgabe, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen beizutragen. Die feministische Ökonomie setzt sich dafür ein, dass statt Marktinteressen das gute Leben im Mittelpunkt steht.